So, warum nehmen Leute eigentlich ein YouTube-Video, welches Memes eingebaut hat, ernst? Kapiere ich nicht, verstehe ich nicht. Gehen wir doch mal darauf aber ein. Bei mir wurde in den Kommentaren, was man ja eigentlich auch nicht wirklich ernst nehmen sollte, gesagt, ich soll mal runterkommen und mal auf jemanden eingehen. Okay, machen wir mal. Ich habe das so vorgehabt, ich werde erst deinen Kommentar lesen. Ich weiß nicht, ob ich deinen Namen nennen darf. Ich werde ihn nicht zeigen. Wenn du nicht einverstanden bist, schreib in die Kommentare. Ich werde sofort das Video löschen. Was du schreibst, ist, ich weiß nicht so recht. Der Begriff Souls-like definiert sich nun mal durch Dark Souls, Demon's Souls, gegebene Mechaniken wie Bonfire, das Lose and Lose bei Geld, XP und den hohen Schwierigkeitsgrad im Kampf in Sachen Lernkurve bezüglich Ausweichen und Parry etc. plus den Bossen als Highlight. Und das rein durch die Community und viele Spiele bedienen sich einem Konzept und nennen ihre Spiele als Ehre für Dark Souls Souls-like. Zumindest habe ich das so mitbekommen. Ein Lies of Pi hat klare Inspiration an Bloodborne und an Elden Ring genauso zu Dark Souls, weil das von dir genannte Prinzip mit Dungeons findet hier genauso statt, nur halt in einer Open World. Generell kann ich das null nachvollziehen, was daran so schlimm sein soll, selbst wenn es so wäre. Niemand nimmt dir dann Dark Souls weg oder das, was du daran tust. Ich selbst spiele die Nachahmer kaum, weil die Games von From Software für mich reichen. Aber warum bestimmst du jetzt an Punkten, die ich noch nie so gehört habe? Ich habe auch nie in der ganzen Streaming-YouTube-Sache, wo ich unterwegs bin, irgendjemand sagen hören, dass Armored Core ein Souls-like ist. Sorry, für mich willst du dich einfach nur durch deine Ansicht über andere hinwegsetzen und dieses Community-Genre für dich definieren. So, ich gehe jetzt erstmal auf den Schluss ein, ja? Generell kann ich nicht nachvollziehen. Ja, ich erwarte nicht, dass du es nachvollziehen kannst, weil das ist meine Meinung. Ich sage auch nicht, dass es schlimm wäre, wenn es anders wäre. Also, du widersprichst dir selber. Du kannst nicht nachvollziehen, was darin so schlimm sein soll, wenn es so wäre. Niemand nimmt dir dein Dark Souls weg oder was du darin tust. Gleichzeitig sagst du aber auch, du willst dich einfach nur durch deine Ansicht über andere wegsetzen und dieses Community-Genre für dich definieren. Wie soll das funktionieren? Ernsthaft. Eine Community sind mehrere Leute. Wie soll ich mich als Einzelperson über die Community hinwegsetzen? Weil eine Community besteht ja aus mehreren Einzelpersonen. Nicht aus einem großen, monsterhaften Blob. Das sind mehrere Personen, die miteinander reden. Eine Community besteht darin, dass man widerspricht, dass man zustimmt, dass man etwas aufbaut, gemeinsam, als Community, als Gemeinde. Da ist doch logisch, dass Leute ein bisschen anderer Meinung sind als du oder als die Allgemeinheit. Ich sag dir ja nicht, du sollst das nicht mehr so Souls-like nennen. Ich sag nur, es wäre besser, wenn du es nicht tust. Zwei verschiedene Dinge. Ich würde halt zustimmen, wenn Leute Souls-like sagen würden. Ich selbst spiele die Nachahmer kaum, weil die Games von From Software nicht reichen. So, und da muss ich ehrlich sagen, tu dir selber den Gefallen und spiel mal die Nachahmer. Wenn du die From Software-Spiele magst, spiel mal die Nachahmer, damit du siehst, was ich meine. Das ist nämlich so eine Sache, was ich jetzt gerade ehrlich gesagt bei deinem Kommentar absolut nicht nachvollziehen kann. Ich rede vom gesamten Genre von Souls-like, was diese Nachahmer inbegriffen hat. Du redest aber darüber, dass du sie nicht wirklich spielst. Das bedeutet also, und das ist jetzt nicht beleidigend gemeint, weil klar, es gibt Nachahmer, die halten sich sehr nah dran. Ein Kommentar zum Beispiel hat Code Vein erwähnt, und Code Vein ist meiner Meinung nach wirklich zu 90% ein Souls-like. Das Einzige, was Code Vein halt nicht hat, ist diese offene Welt. Du musst halt linear den Bossen folgen, das ist bei Code Vein halt gegeben. Aber davon abgesehen ist das ein sehr, sehr nahes Souls-like. Also es ist zu 90% ein Souls-like. Andererseits ein Game wie zum Beispiel Nioh wird auch als Souls-like bezeichnet. Aber wenn man es mal gespielt hat, man merkt sehr schnell, dass Steuerung, die Game-Mechaniken, der Aufbau der Dungeons, der Level und so weiter komplett anders ist von Dark Souls. Es wird trotzdem als Souls-like bezeichnet. Ja, Nioh, ich habe beide Spiele gespielt. Ich liebe diese Spiele. Aber sie sind halt keine Souls-like, weil sie halt sich nicht an Dark Souls Formel halten. Wie gesagt, tut dir einen Gefallen. Aber warum bestimmst du das jetzt an Punkten, die ich noch nie gehört habe? So, weil es meine Punkte sind und nicht die der Allgemeinheit. Und auch nicht das mit dem Streaming und YouTube-Sache. Hast du gewusst, dass dein Homefeed anders ist als meiner? Dass die Leute, die du streamen siehst, die Leute, die du auf YouTube siehst, andere Leute sind als die, mit denen ich verkehre? Weil ich wette, ich kenne mindestens 10 Streamer und YouTuber, von denen du noch nie was gehört hast und umgekehrt.
Du sitzt in deiner Nische von YouTube und Twitch und TikTok und Co. und ich in meiner Nische. Und zufälligerweise durch ein Video von mir haben wir hier gerade einen kleinen Kontakt. Das heißt nicht, dass du und ich dieselben Leute kennen. Zum Beispiel ein YouTuber, von dem ich weiß, der hat Souls-like und Armored Core im selben Satz verwendet, ist Seostorm. Der ist kein kleiner YouTuber. Der ist kein kleiner Souls-like und Dark Souls-YouTuber. Er hat trotzdem, ich glaube, in zwei Videos über Souls-likes und Armored Core geredet. Also, falls du die Leute noch nie gehört hast, es liegt daran, dass wir, wie gesagt, in zwei verschiedenen Sparten von YouTube unterwegs sind. Also, es ist nicht böse gemeint. Nur du erlebst andere Leute wie ich. Und wenn ich sage, was ich erlebe, dann rede ich davon, was ich erlebe. Ich weiß nicht, was du erlebst. Ich weiß nicht, wie du lebst. Du weißt nicht, wie ich lebe, ja? Aber hey, jetzt gehen wir mal auf die größeren Punkte an, ja? Der Begriff Souls-like definiert sich nun mal durch die Dark Souls und Demon Souls gegebene Mechanik wie Bonfire, das Lose an Lose bei Geld EXP und den hohen Schwierigkeitsgrad und Kampfsachen-Lernkurve bezüglich Ausweichen und Parry plus den Bossen als Highlight. Was du gerade beschrieben hast, sind komplett alle Retro-Games. Bonfire sind einfach nur Checkpoints. Und wo wir halt eben beim nächsten sind, Lose an Lose bei Geld und EXP. Alter, das hat wieder auch mit den Checkpoints zu tun. Wenn man nämlich danach geht, müsste Super Mario World auf der Super Nintendo nämlich auch ein Souls-like sein, nur mal von diesem einen Punkt definiert. Weil wenn man stirbt, dann ist man wieder bei seinem Checkpoint und seine Münzen sind weg. Wow, das ist keine Neuerfindung. Dark Souls hat es einfach nur benutzt. Ja? Der hohe Schwierigkeitsgrad im Kampf in Sachen Lernkurve bezüglich Ausweichen und Parry. Nichts für ungut, aber manche Bosse haben nur 8 Angriffe. 6 von denen muss man vielleicht mal lernen. Da muss man sich einfach nur merken, ab wann man den Ausweichknopf drückt. Ich habe schon Videos gesehen von Leuten, die haben First Try Gwyn und Co. besiegt oder Artorias. Einfach nur, weil sie halt ein bisschen gut beobachtet haben, wie der Gegner das Schwert schwingt. Das ist nicht ein Schwierigkeitsgrad durch Lernkurve, weil da ist keine Lernkurve. Das ist sich Sachen merken. Lern erstmal die Moves und dann kannst du ausweichen. Da ist keine Lernkurve, dass sich einfach nur wie im Englischunterricht 6 Vokabeln auswendig merken und fertig. Also wenn du für eine Arbeit nur 6 Vokabeln merken musst und dann eine 1 schreibst, dann ist doch gut. Also so ist es halt bei Dark Souls. Also da ist keine Lernkurve. Also ich weiß nicht, wie das alleine Souls-like ausmachen soll. Das ist eben diese Kombination, weil du halt eben zusätzlich noch die ganzen Auswahlmöglichkeiten ja hast, was ich ja in meinem Video gesagt habe. Und das rein durch die Community und viele Spiele bedienen sich einem Konzept und nennen die Spiele als Ehre für Dark Souls Souls-like. Falsch. Einfach nur Punkt falsch. Obwohl, das ist ein bisschen unfair. Ich erkläre dir, warum du da falsch liegst, ja? Und jetzt häng ich meinen richtigen Klugscheißer aus, ja? Wenn ich ein Spiel mag und ein Genre dafür betitel oder das Genre des Games betitel in meinem Game, heißt das nicht, dass ich das als Ehre für Dark Souls mache. Was du meinst, ist eine sogenannte Hommage oder ein Easter Egg oder so. Wenn ich Dark Souls ehren will in meinem Spiel, mache ich das wie bei Borderlands oder bei Monster Hunter World, wo ich ein Bonfire irgendwo hinsetze. Nicht indem ich meinem Spiel den Tag Souls-like hingebe. Wenn man ein Spiel ehren will, dann nimmt man ein Easter Egg und nicht mein Spiel Souls-like nennen, obwohl es kein Souls-like ist. Und dann kommt natürlich jetzt noch dein Satz, Lies of Pi hat eine klare Inspiration an Bloodborne und Punkt. Erstmal hier Punkt, ja. Lies of Pi hat keine Inspiration von Bloodborne. Ja, Lies of Pi erinnert teilweise an Bloodborne. Aber auch nur, weil Bloodborne diesen viktorianischen Stil benutzt hatte, der typisch ist für Werwölfe, für Vampire, für mit Fackeln jagend. Und das ist seit Anfang der Videospielgeschichte typisch für Vampir-Stories, also Castlevania, weißt du? Oder Filme, sagen wir mal Dracula. Oder Bücher, sagen wir einfach mal Frankenstein. Und hier ist eben die Sache. Frankenstein zum Beispiel, das zählt als Inspiration für Lies of Pi. Weil bei Frankenstein geht es darum, dass ein Doktor Frankenstein ein Monster erschaffen hat, während es von der Welt verstoßen wird. Weil es einfach ein Monster ist, ja? So, jetzt übertragen wir das Ganze mal auf Lies of Pi, wo unser Protagonist künstlich erschaffen worden ist. Und von der kompletten Welt, in diesem Falle nicht Menschen, sondern Monstern, verstoßen wird. Weil er ja kein Monster ist. Und er ist zwar eine Puppe wie die anderen, aber keine Puppe wie die anderen. Du verstehst? Genauso wie Frankenstein, der zwar aus Menschenteilen produziert worden ist, aber kein Mensch.
Das zählt als Inspiration für Lies of Pi, nicht Bloodborne. Genau dasselbe. Bloodborne benutzt die alten Götter, irgendwelche Space Gods und Aliens und so weiter. Das ist Inspiration von Lovecraft. Und weißt du, was witzig ist? Lies of Pi hat auch Inspiration von Lovecraft genommen, und zwar die Farben aus dem All. Wo es auch um einen Meteoriten geht, der auf die Erde einschlägt, welcher wiederum dafür sorgt, dass ein komplettes Dorf wahnsinnig wird. Erinnert euch das irgendwie an Lies of Pi? Vermutlich schon. Also, wie gesagt, Lies of Pi hat keine Inspiration von Bloodborne genommen. Lies of Pi hat sich an denselben Dingen inspirieren lassen. Und das war's. Das sind Brüder im Prinzip. Und nicht Vater und Sohn. Und dann der letzte Punkt, an Elden Ring genauso zu Dark Souls, war das von dir genannte Prinzip mit Dungeons findet hier genauso statt. Da muss ich sagen, okay, da bin ich selber schuld. Ich habe vermutlich das mit den Dungeons nicht genau erklärt, wie ich das meinte. Eine Dungeon-Struktur ist ein Baumstamm, welcher viele Äste hat. Und zwischen diesen Ästen sind vielleicht einzelne Zweige, aber ansonsten kannst du nicht zwischen diesen Ästen umherwandern. Du musst vielleicht ans Ende von einem Ast gehen, damit du dann endlich eine Möglichkeit findest, auf einen anderen Ast zu kommen, weil dann, keine Ahnung, vielleicht brauchst du einen Schlüssel oder du brauchst einen Gegenstand, der für das Eichhörnchen bestimmt ist, das dir den Weg versperrt. Elden Ring hingegen ist nicht auf einem Baum, dann ist in einem Haus. Kannst durch den Flur laufen und direkt schnurstracks auf den großen Ballsaal gehen, wo du wiederum gegen einen Boss kämpfst in seinem Schloss, weil er natürlich überkompensiert, dass er absolut keine göttlichen Kräfte hat. Beziehungsweise gerade mal das Minimum an göttlichen Kräften. Aber hey, das ist ein bisschen Lore-Geplänkel. Du kannst aber auch sagen, okay, ich gehe jetzt einfach in den Nebenraum. Ich gehe jetzt kurz mal in die Besenkammer. Ich gehe jetzt erstmal kurz hier in den Abstellkammer. Und das sind eben diese kleinen Dungeons, wo du hast. Und ja, das sind Dungeons. Du hast Dungeons drin. Aber das auch nur einfach nur, weil Grammatik ein Arschloch ist und wir kein anderes Wort dafür haben. Wir haben halt Höhlen. Das ist aber nicht dieselbe Dungeon-Struktur wie jetzt bei Dark Souls. Bei Dark Souls machst du nicht einen kurzen kleinen Abstecher, indem du in ein kleines Dungeon reingehst und mal einen Boss fertig und... Warte mal, nur ein Boss? Ja, okay, du machst halt nur einen Boss fertig und dann kriegst du halt irgendeinen wichtigen Gegenstand. Warte mal, du kriegst ja nicht mal einen wichtigen Gegenstand. Oh, fuck. Okay, dann sind die Dungeons in Dark Souls ja nicht mal dieselben wie in Elden Ring. Also, du verstehst, was ich sagen will? Hoffe ich. Elden Ring ist nicht aufgebaut wie Dark Souls. Aber hey, das war's von mir. Ihr wolltet unbedingt, dass ich ein bisschen auf die Kommentare von euch eingehe. Hey, dann gehe ich halt auf die Kommentare von euch ein. Seht es mir nicht böse. Ich habe ein Video gemacht mit Memes. Wenn es ihr ernst nimmt, selber schuld. Bis dann. Ciao.